Hallöchen und willkommen zu einer neuen Runde Gold Rush. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, letzte Runde haben wir sehr viel gebaggert und das Förderband hier schon fast zum Erliegen gebracht. Und apropos Erliegen, wenn mein Spielstand lädt, ist hier irgendwie alles Stillstand hier. Machen wir mal wieder alles an. So, dann gucken wir mal ganz kurz. Die Eimer haben wir ja letzte Folge ausgeleert, wobei der erste schon wieder 45% gefüllt ist. Und die Matten haben ja ein gutes Drittel. Solange hier noch mehr als genug Sand drin ist, können wir jetzt mal was anderes ausprobieren. Starten wir einmal den Motor. Geht's. Und zwar hatten wir ja schon einmal Magnetit verkauft, aber das war ja ziemlich umständlich hier mit Eimer und hast du nicht gesehen hier. Und jetzt gab es mal einen Kommentar, warum ich das nicht mit dem Frontlader mache. Oder ob das nicht generell irgendwie ein bisschen anders geht mit einem Bagger oder so. Und das werden wir jetzt mal ausprobieren. Handbremse sollten wir noch anziehen, sonst rollt er hier noch weg. Die Anlage fördert ja noch, dann können wir hier ruhig mal ein bisschen experimentieren. Und zwar gab es den Tipp, dass man auch mit dem Kipplaster wohl das ganze Magnetit wegbringen kann. Und da gucken wir jetzt mal. So, fangen wir hier mal hin. So, wie war jetzt hier nochmal? Naja, so ging das. So. Dann wollen wir mal gucken, wenn wir jetzt das Magnetit jetzt hier in die Schaufel füllen. Jetzt scheint die voll zu sein. Und jetzt in den Kipplaster rein. Mal sehen. Also das wird ja auf jeden Fall funktionieren. Aber ob wir das nachher auch in der Fabrik verkaufen können, hatte ich bisher noch nie ausprobiert. So. Schön hin und her schütteln, damit der Sand ja auch rausgeht, ey. So, mal sehen, wie viele Schaufeln wir hier reinbekommen. Also noch ist ja relativ leer.
man kommt mit dem Frontlader gar nicht so hoch mit der Schaufel. Das ist so ein bisschen das Problem. Ja, zwei Schaufeln, jetzt schon fast voll. Hui. Okay. Das ging ja flott. Dann würde ich mal sagen, dann probieren wir das gleich mal aus. Mit zwei Schaufeln, ob wir das so jetzt verkauft kriegen. Da bin ich mal gespannt. 89% gefüllt. Fahren wir mal zur Fabrik. Ist ja nicht ganz so weit. Zumindest von diesem Claim hier. Oh, nu? Wieso komme ich jetzt hier nicht durch? Hallo? Oh. Kann sein, dass das hier ein bisschen eng ist. Hallo? Jetzt ist hier auf der rechten Seite so ein kleines Steinchen und links sowieso. Ja, das ist ja wieder ganz klasse hier. Das kommt man hier gar nicht durch. Vielleicht mit Anlauf mal gucken. Selbst der Kipplaster, der quetscht sich hier gerade so durch. Oh, wer hat hier diese Map konstruiert? Wie soll man hier durchkommen? Gibt es hier noch einen anderen Weg? Irgendwo hier. Versuchen wir uns mal hier irgendwie so durchzuschleichen hier. Das geht irgendwie auch nicht, weil hier sind auch... Also warum geht er jetzt hier nicht weiter? Eine unsichtbare Mauer hier oder was? Ja, Tatsache, der kommt hier nicht durch. Oh, nee. Dann können wir hier vorbeifahren. Hier geht's auch nicht. Ja, dann hat sich das ja irgendwie schon erledigt hier. Suchen wir nochmal mit Vollstoff hier durch. Aber der bleibt wahrscheinlich gleich wieder hängen hier. Da, und schon bleibt er wieder hängen. So, also keine Ahnung, wie derjenige das geschafft hat, hier mit dem Kipplaster das anscheinend zu verkaufen. Aber irgendwie geht das nicht. Man kommt hier nicht durch. Tja. Obwohl die Steine sind wohl nicht im Weg. Hier ist wahrscheinlich wieder nur so eine Mauer. Eine unsichtbare Mauer, dass man hier mit dem Fahrzeug jetzt nicht irgendwie hier aus dem Gebiet rausfahren soll. Vermute ich jetzt mal. Wirklich keine Chance. So, also man kommt hier nicht raus. So, falls derjenige jetzt hier zuguckt, der mir den Tipp gegeben hat, also hast du das selber jetzt schon mal gemacht oder wie ist das? Oder war das jetzt nur geraten? Mach das und das mal, versuch mal. Also ich komme hier nicht raus, keine Ahnung, irgendwo eine unsichtbare Mauer.
So, jetzt ist der ganze Laster hier voll mit dem Magnetit jetzt. So, wir können ja mal hier hinten gucken, ob wir hier irgendwie rauskommen. Glaube ich zwar nicht, aber wir waren ja hier hinten noch nie. Aber hier ist ja nur Zugang zum Haus. Aufpassen, dass wir hier nicht irgendwo jetzt in die Kuhle reinfahren hier. Fahren wir mal hier hinten. Vielleicht gibt es hier noch einen zweiten Ausgang. Und auch hier bleibt er stehen. Einfach eine unsichtbare Mauer. Man soll mit den Gerätschaften wohl nicht in der Gegend umherfahren. Das soll man wohl nur mit dem Transportunternehmen quasi, von einem Claim zum anderen. Das ist jetzt mal meine Vermutung. Wir können ja hier hinten nochmal gucken, ob wir hier rauskommen. Aber hier ist eigentlich auch nichts. Keine Straße oder sonst irgendwas. So, bleibt man jetzt wieder am Baum hängen hier. Ne, auch hier keine Chance rauszukommen. Also man schafft es nicht, mit dem Kipplaster hier zur Fabrik zu fahren. Also wenn du irgendwo mal gesehen hast, dass jemand das schon gemacht hat, dann schreib mal in die Kommentare mal den Link rein, das will ich mal sehen, wie der da rausgekommen ist. Also ich weiß jetzt nicht, hier ist eine unsichtbare Mauer, geht nicht. Schade, schade, dann müssen wir das Magnetit jetzt hier wieder ablassen. Ja, schade, schade. Und ja, ich glaube, das Förderband ist jetzt leer. Oh, 98% schon im Eimer drin. Mann, gleich wieder ausmachen. Dann probiert mal ein bisschen rum und schon ist der Eimer voll hier. Laufen hier. So, 98%. Der nächste Goldeimer. So, die stellen wir ja hier hin. Auf der anderen Seite waren die Matten. So, neuer Eimer
Boah, sogar die Matten sind jetzt schon fast zu 100% voll. Wo wir nur mal einen Augenblick nicht zugucken und schon hier bricht hier alles zusammen. So, hier haben wir noch einen Eimer mit, wo wir schon zwei Matten sauber gemacht haben. Das heißt, zwei Stück können wir jetzt hier noch. So, dann nehmen wir die ersten beiden. Dann ist der Eimer jetzt auch schon wieder voll. So, das war einer von den Matten. Den schmeißen wir mal hier hin. Müssen wir den nächsten Eimer holen. Dann brauchen wir einmal frisches Wasser. Und dann machen wir die restlichen vier Matten. Einmal schön sauber das Gold rausholen. Die Gitter noch drauf und dann sind wir wieder startbereit. Ja, Matten sind alle leer. Der Eimer ist auch voll. Und dann machen wir nachher noch schön ein Clean Out. Mal sehen, wie viel Gold wir zusammenbekommen. Aber da die Anlage hier gerade steht. Stillstand ist, bringt ja kein Geld. Holen wir also erstmal ein bisschen Goldsand wieder. So, dann schaufeln wir mal. Wir brauchen mehr Goldsand. Geht aber nur, wenn die Klappe auf ist hier. So. Was hier schon für eine steile Wand hier geworden ist, dadurch, dass man immer an derselben Stelle macht. So, jetzt geht der Sand schon wieder nicht raus. Warum auch immer.
So. Jetzt sollte der eigentlich gleich voll sein. Oh, wieder geht der Sand nicht raus. Ich weiß nicht, was das immer soll. Hallo? Prozent. Wir mal alles aus und in der Zwischenzeit machen wir mal alles an hier. So, gleich auf zur nächsten Runde. Förderband muss richtig voll sein, damit wir ein bisschen Zeit haben, um das ganze Zeug auszuwaschen. So, eine Schaufel noch und dann fahren wir mal wieder auszuleeren. Ja, jetzt sind wir schon übervoll, glaube ich.
dann gemein. Ja, 100%, wunderbar. So, nun los. Jetzt ist das Förderband hier auf jeden Fall schon fertig. Wahnsinn. Müssen wir uns mal ein bisschen beeilen hier. Also, gestern waren wir deutlich schneller. Oder haben die schon wieder irgendwas geändert? Wer weiß das schon, ne? Obwohl ich das nicht so gut finde, wenn man bei jedem Patch immer wieder andere Verhältnisse vorfindet. Machen wir jetzt nochmal den Test. Mal sehen, ob wir jetzt schneller sind oder auch nicht. So, schon wieder übervoll. Oh, jetzt ist schon wieder leer. Also, keine Ahnung, was heute los ist. Gestern war das Förderband sowas von langsam. Und nu? Und von der Animation füllt sich das. Also, das scheint ja auch so zu klappen. Sagen, machen wir jetzt noch eine Runde. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Aber vorher wollte ich jetzt mal gucken.
So, die Matten schon wieder bei ein Drittel. Einmal bei 30 und 60. Ja, da ist noch genug Luft. Schauen wir mal nach hier hinten. Da müssen wir auch mal irgendwie mal den Sand wegkriegen hier. Jawohl. Einer geht noch. Ja, 96%, jetzt sogar auf 100 und die Brocken, die dann immer noch drauf sind, erst wenn die verschwunden sind und sich quasi vermischt haben, dann geht die Anzeige erst höher. Eine Ladung. Ja, während jetzt diese Ladung noch verarbeitet wird, jetzt können wir schon mal vorbereiten hier für den Cleanout. Wir haben hier glaube ich noch nichts. Ne, 70% erst in den einen Eimer, 50% die Matten. Ne, das lohnt noch nicht. So, dann. Genau, wir müssen einmal erst mit dem Magnetitabscheider, aber jedes Mal verhängt sich das Stromkabel hier, wenn ich hier rüber laufe. Das
Mann. So. Hier ran. Hey, hallo. Da ran. So, Strom an, Wasser an. So, jetzt war ja, glaube ich, so gewesen, die Eimer, da war Magnetit noch drin, ne? Glaube ich jedenfalls. Gucken wir nochmal. Jawohl. Ja, immer so um die 10%. Oh, hier sogar mal weniger. So, dann müssen wir jetzt einmal das Magnetit. Das schütten wir jetzt einmal hier rein. Sind nur 9%, aber ist ja egal. So, was ist denn jetzt hier schon wieder los? Drei einmal hier. So, in den Matten, da war ja, glaube ich, nichts mehr drin. Einmal probieren wir noch. Müsste ja nur Gold sein. Jawohl. Ja, dann brauchen wir die anderen da nicht mal ausprobieren. Pures Gold. So, mal Wasseranschluss. Ja, und dann lassen wir uns jetzt mal überraschen. 1,5 Unzen haben wir jetzt schon durch die Mitarbeiter. Also die sind also nicht ganz so ertragreich, sozusagen. So, dann gucken wir mal. 1,5 Unzen. Das ist jetzt erstmal eine Matte. Jetzt haben wir 4, also immer so 2,5 bis 3 Unzen von einem Eimer, wo man 4 Matten ausgeleert hat. Kontrollieren wir das jetzt nochmal. Jetzt haben wir 6,8. Also auch nur etwas mit 2 Komma. Und wenn wir den jetzt reinmachen, dann müssten wir vielleicht etwas über 9, vermute ich mal. Obwohl, wenn die Erträge immer ungefähr gleich sind, ist ja auch irgendwie langweilig. Man muss ja auch mal ein paar größere oder ein paar kleinere Golden Nuggets mal haben. Und ein bisschen Abwechslung.
Ja, jetzt haben wir 9,5. Und jetzt gucken wir nochmal die richtigen Goldeimer. Ja, da sprudelt das Gold jetzt nur so. Jawoll. Das sind, glaube ich, immer so um die 15 Unzen. So, der nächste Eimer, wenn wir da wieder 15 haben, müssten wir so um die 39. Jetzt haben wir 38, mal eine Unze weniger. Und jetzt kommt der letzte im Bunde. So, angefangen hatten wir bei 1,5 Unzen, was die Mitarbeiter schon hier erarbeitet haben. Jetzt haben wir 51,9 mit ein paar Eimerchen. Ja, und dann würde ich mal sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Mal wieder ein bisschen Gold schürfen hier. Und ja, bald haben wir wieder ein paar Eimer voll. Matten schon wieder 60%, Eimer 80% und 60%. Also das läuft jetzt schon richtig flott. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst doch einen Daumen nach oben da, würde ich mich drüber freuen und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.